Hallo, hier ist die Melli von Melli Stempelt. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute möchte ich dir eine kleine Wunscherfüllerbox zeigen oder auch eine kleine Geburtstagsbox, in der sich im Inneren ein Umschlag drin befindet. Der ist hier einmal auf der linken Seite eingearbeitet. Diese gibt es leider von Stampin' Up! Nicht mehr. Zumindest habe ich den jetzt im Katalog nicht mehr gefunden. Ansonsten hat der auch einmal die Größe von 8x8 cm. Und den kannst du ja ganz einfach selber vielleicht mit dem Envelope Punchboard nachbasteln. In diesen Umschlag, wie gesagt, kannst du ein bisschen Geld hineintun oder deinen Gutschein. Das ist halt ganz dir überlassen. Und einmal auf der rechten Seite befindet sich hier ein kleines dekoriertes Teelicht, was man natürlich herausnehmen kann, bevor man das anzündet. Du kannst natürlich hier drunter noch etwas drin verstecken oder wenn du das wieder hineinsetzt, hier vielleicht noch etwas hineinfüllen. Das ist ganz dir überlassen. Wir werden heute die Box an der Seite noch etwas verschließen, also etwas abändern. Wenn du wissen möchtest, wie du diese Geburtstagsbox nachbasteln kannst, dann bleib einfach dran. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Als erstes benötigst du ein Stück Farbkarton. Ich habe hier den ganz normalen flüsterweißen Farbkarton gewählt. Wenn du deine Außenhülle etwas stabiler haben möchtest, dann empfehle ich dir, ein etwas dickeres Papier zu verwenden. Deinen Streifen musst du einmal zuschneiden in 27 cm x 9 cm. Dann faltest du einmal die lange Seite bei 9 cm, bei 12 cm, bei 21 cm und einmal bei 24 cm. Dadurch, dass ich den ganz normalen flüsterweißen Farbkarton gewählt habe, habe ich das so gemacht, dass das innere Körbchen auch doppelt gestaltet ist. Dann ist das von innen auch etwas schöner, dann sieht man nämlich nachher die Klebelaschen nicht mehr. Dein Papier für die innere Box musst du einmal zuschneiden in 20,5 cm x 20,5 cm und dann faltest du das einmal auf allen vier Seiten einmal bei 3 cm und einmal bei 6 cm. Du hast dann einmal bei deinem zugeschnittenen Farbkartonteil hier unten vier Quadrate. Davon schneidest du einmal drei Quadrate weg, sodass das eine sozusagen nur noch stehen bleibt und das schrägst du dir auch einmal komplett an. Dann bringst du einmal auf der Seite auf deinen Klebelaschen doppelseitiges Klebeband auf, wo die Falzungen glatt sind. Und auf der Seite, wo die Falzungen etwas gewölbt sind, da bringst du einmal an der untersten bzw. an der ersten Lasche, die nachher nach innen geklappt wird, hier doppelseitiges Klebeband drauf und das machst du auch auf allen vier Seiten. Wir können nun mit dem Falzbein alle Falzlinien einmal nach innen nachfalzen und kleben uns dann die Box einmal zusammen. Und dann haben wir einmal das innere Körbchen schon fertig. Als nächstes nehmt ihr euch ein Falzbein, falzt die Falzlinien von eurer Außenhülle einmal gut nach. Und dann legt ihr euch die Hülle so hin, dass wir hier an der rechten Seite 2-3 cm Falzung haben. Dann nehmt ihr euch etwas Flüssigkleber, damit wir das noch ein wenig hin und her schieben können. Bringen das jetzt hier unterhalb auf unserer Box auf und dann setzen wir uns das einmal so hier hinein, dass wie gesagt diese beiden Falzungen nach innen geklappt werden und die linke Seite, also eure Vorderseite, hier drauf kommt. Dann zeige ich euch jetzt einmal die weiteren Produkte, die wir benötigen. Wir benötigen einmal zwei
Papiere. Ich habe hier den Farbkarton in Aquamarin zugeschnitten, einmal für das Innere und einmal für das Äußere. Und die beiden Stücke sind jeweils gleich groß, nämlich 8 cm mal 8 cm. Dann benötigt ihr noch für vorne ein Stück Designpapier. Ich habe hier dieses tolle Sternenpapier aus der Celebration verwendet. Das passt ganz gut so zum Geburtstag, denn die Farben sind recht schön knallig und poppig. Und ich habe hier einmal mit einem schwarzen Schreibstift so einen Rahmen drumherum gemalt, genauso wie bei einem der Farbkartonpapiere. Denn das hier kommt jetzt auf den Farbkarton drauf, wo jetzt kein Rahmen drumherum gemalt wurde. Und dann habe ich einen gestickten Kreis aus dem Set mit den gestickten Framelits, nämlich den ja zweitgrößten, einmal ausgestanzt aus dem gleichen Papier. Und der kommt dann nämlich hier auf den aquamarinfarbigen Farbkarton drauf, wo wir den Rahmen drumherum gemalt haben. Und dann habe ich hier einmal das Sinlit Set Wunderbar aus der Celebration. Und da habe ich mir mit der Stanze Wünsche einmal aus Bermuda-blauen Farbkarton das Wort Wunsch einmal ausgestanzt. Den Rest habe ich dann einfach da weggeschnitten. Und weil das ja eigentlich eine Wunscherfüllerbox werden soll, aber wir den Text nicht haben, habe ich von einer anderen Firma, die man aber auch kommerziell nutzen darf, einmal den Erfüller mir abgestempelt in schwarz und habe dann hier den Rand noch mit einem schwarzen Stift noch so geinkt, sag ich mal. Ansonsten könnt ihr das Wort auch ganz einfach am PC ausdrucken oder vielleicht habt ihr ja auch eine Stanze oder einen Stempel zu Hause. Dann habe ich ja hier noch so einen kleinen Umschlag. Leider gibt es die jetzt von Stampin' Up nicht mehr, beziehungsweise habe ich die nicht mehr gefunden. Da habe ich mit dem schwarzen Schreibstift hier oben so Nähte drauf gemalt, denn hier klebe ich mir gleich mit Flüssigkleber diesen Wunscherfüller einfach drauf auf die Lasche. Ansonsten könnt ihr ja vielleicht so einen 8x8 cm Umschlag auch ganz einfach mit dem Envelope Punchboard nachbasteln. Da es ja eine Geburtstagsbox werden soll, habe ich hier aus dem passenden Designpapier bei meinem Teelicht einfach so einen Streifen drumherum geklebt und das klebe ich mir dann gleich mit Flüssigkleber einfach auf den gestickten Kreis hier drauf. Ich würde sagen, das machen wir jetzt erst einmal und ich lasse wieder vorspulen und ein bisschen Musik dabei laufen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ich habe jetzt hier zum Verschließen der Box einmal das tolle schimmernde Geschenkband aus der Celebration. Das wickele ich mir jetzt einfach mal einmal hier drumherum und binde mir schon mal eine Schleife. Für die weitere Dekoration für meine Geburtstagsbox habe ich hier ein Stempelset verwendet mit dem Text und einmal dieser Trompete und das zeige ich euch einmal. Das Stempelset, was ich verwendet habe, ist der perfekte Geburtstag. Das stammt aus der Celebration und das finde ich echt toll. Da habe ich hier einmal diese Trompete oder was auch immer das ist, genommen. Man kann das hier mit diesen länglichen Motiven verwenden. Das ist ja diese Papierschlange, wenn man da so reinpustet, die sich dann so ausrollt. Und dann habe ich einmal hier diesen länglichen Geburtstagsgrußtext genommen. Dadurch, dass das ja so transparente Stempel sind und ich gleich natürlich auch möchte, dass mein Abdruck ja sauber und schön abgestempelt wird, benutze ich immer diese Stempel- und Perforiermatte. Ihr könnt natürlich aber auch eine andere Moosgummiunterlage nehmen. Hauptsache, ihr habt einen weichen Untergrund. Euer Papierstreifen muss einmal groß sein, 3 cm mal 8 cm. Und ich stempel mir jetzt den Geburtstagsgruß mit der schwarzen Archivtinte einmal auf den Farbkarton ab. Nach dem Abstempeln braucht die Tinte aber einen kleinen Moment Zeit, bevor wir unseren Banner weiter zuschneiden können. Dann habe ich mir aus dem Stempelset einmal, wie gesagt, diese Trompete, was auch immer, da
einmal in Himbeerrot auf Farbkarton in Flüsterweiß abgestempelt und dann mit der Schere ausgeschnitten. Und ich schneide mir jetzt ganz einfach mit der Schere so ein Banner zurecht. Dazu schneidet ihr einfach mit der Schere einmal ja mittig so weit hoch, wie ihr es möchtet. Und dann setzt ihr die Schere schräg an bis zu eurer Mitte. Und somit könnt ihr euch ganz einfach einen Banner zurechtschneiden. Wenn die Stempelfarbe jetzt etwas angetrocknet ist, dann können wir uns ein Lineal nehmen oder frei handzeichnen. Ich mache das im Moment ganz gerne mit einem Lineal und dann nehme ich mir so einen schwarzen Stift und male so einen Rahmen drumherum. Wenn ihr zum Beispiel den Rand auch noch schwarz haben möchtet, könnt ihr entweder ein Edding nehmen oder auch unsere Stampin' Up Write Marker. Denn wir haben auf der einen Seite ja diese Pinselspitze und dann können wir diese einfach am Rand des Papiers entlang fahren. Dann benötigen wir gleich noch etwas weiße Kordel, einen Mini-Klebepunkt und einmal Dimensionals. Und dann kleben wir uns das Ganze jetzt einmal auf die Vorderseite drauf. Ich bringe mir jetzt, damit das etwas besser auf der Vorderseite bzw. auf dem Band draufklebt, etwas doppelseitiges Klebeband hier drauf. Ja, und dann setzen wir es einfach nur noch vorne drauf. So, fertig haben wir jetzt unsere Geburtstagswunscherfüllerbox. Hier seht ihr noch einmal das ältere Beispiel, wo die Seitenlasche halt auf ist. Und bei der neuen haben wir das ja in dem Sinne, dass wir halt eine doppelte Falzlinie genommen haben, dann so schön verschlossen. Ich persönlich finde das etwas schöner. Somit kann euch, wenn ihr da noch mal was anderes hineinpacken wollt, auch nichts an den Seiten herausfallen. Auf meiner Webseite wirst du natürlich wieder detaillierte Fotos finden und auch für dich zum Nachbasteln eine PDF-Datei als Anleitung, entweder zum Ausdrucken oder zum Abspeichern. Ich wünsche dir nun einen schönen Tag und viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!